So, guten Morgen, meine Lieben. Ich bin auch wach. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden und habe nicht viel Schlaf bekommen heute. 11 Stunden. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, so 11 Stunden, aber nicht durchgeschlafen. So, das ist mein Outfit, aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu eng. Das ist mir zu nah am Hals. Wir gehen jetzt zum Friseur. Wir müssen eigentlich in 5 Minuten los. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen werde. Ja. Neo Dirschi. Halt dich hier fest, weil ich habe eingecremte Hände. Noch. Hast du? Ja, tatsächlich. Ja. Oh, danke. So, hallo meine Lieben. Wir sind auf dem Weg zum Friseur. Oma, sag mal guten Morgen. Guten Abend. Gute Nacht. So, schaffst du? Ich. Also wir gehen jetzt, scheiße, wieder zum Friseur. Diesmal zu einer anderen. Ich habe das angezogen, aber das, kennt ihr das, wenn ich hier so am Hals so Oberteile habe, dann habe ich das Gefühl, ich ersticke. Das drückt mich so. Kennt ihr das? Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Friseur. Oh mein Gott, ich werde euch über den Tag mitnehmen. Also ich bin noch ungeschminkt. Ich schminke mich erst später, weil, wie gesagt, wir gehen jetzt zum Friseur. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Oma, wenn wir zurücklaufen, hier zurück? Na. Nochmal außen rum. Tam jedna ulica. Troszka do góry. I tamtą ulicą, i to wyleziecie, nie tu, i no to następną ulica, wiesz już. Denkst du an meine Joghurte ja. I Obst? Am liebsten mag ich Mango, wenn die nicht zu teuer ist. Tu nie ma. Nein? Also, lass euch überraschen, was ich mache. Ich weiß nicht, ob ich drin filmen werde. Ich glaube, ich werde sie gar nicht fragen, weil ich sehe, dass sie immer dasselbe macht. Interessiert das noch überhaupt jemanden, was sie da macht? Da habe ich auch nicht so viel zu bearbeiten. Und. Ja, wir werden da lange sitzen, wie immer. Und ich freue mich. Endlich neue Haare. Direkt am nächsten Tag diesmal und nicht am letzten Tag, so wie beim letzten Mal. Ja. Und jetzt sage ich euch mein Outfit ein bisschen. Und zwar so, das könnt ihr sehen. So. Ja, das ist mein Outfit, chillig. Genau. So, hallo meine Lieben. Ach. So, ihr seht, habe ich schon die blonde Haarfarbe auf dem Kopf. Könnt ihr was sehen in der Sonne? Ich sehe gar nichts. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich rede irgendwie so leise, oder? Oh Gott. Oh, das macht jetzt eine andere. Und zwar bei der wir immer waren, die heißt ja Renata. Und sie arbeitet hier nicht mehr. Und sie hat uns die empfohlen. Sie sagt, die ist auch sehr gut. Aber ich denke mir, ist klar, dass sie das sagt. Man redet ja nicht schlecht über seine Ex-Arbeitskollegen. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde auch nicht schlecht über meine reden. Ich würde auch nicht sagen, geh scheiße, geh nicht zu der hin. Ich würde auch sagen, die ist sehr, sehr gut, geh auch zu ihr hin. Oh Gott, jetzt habe ich Haarfarbe auf dem Kopf. Es wird wieder sehr, sehr lange dauern. Das ist erst die erste Haarfarbe, dann kommt die zweite. Dann schneiden und glätten, so wie immer. Aber ich würde euch das Ergebnis, denke ich, zeigen. Dann könnt ihr es sehen. Oh, ja, ich bin so müde. Ich bin so echt müde. Ja. So, hallo meine Lieben. Wir waren jetzt beim Friseur. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder Granny Hair. Beziehungsweise das ist kein Granny Hair. Ich sage immer, ich will Granny Hair. Kommt immer richtig helles Blond raus. Das wäre jetzt eine andere. Und ich wollte halt einen Pony haben. Ja, ich finde es cool. Die hat mir nur, die ist ein bisschen anders gemacht. Die hat die silberne Farbe auf die nassen Haare gemacht. Und sie hat die Haare im trockenen Zustand dann geschnitten. Ja. Und bezahlt habe ich, so wie letztens, 150 Swatte. Das sind 37,50 €. Also wie letztens, das war eine... Wow, scheiße. Jetzt stolper ich. Das war eine andere. Ja, wir haben schon voll Hunger, weil wir saßen da jetzt 4 Stunden.
Und ich habe Hunger, ich habe schon ein Loch im Magen. Aber wir machen jetzt noch ein paar Bilder mit den Haaren. Und dann gehen wir was essen und wir nehmen euch mit. Ja, nee, meine Schwester sollte noch die Frisur abfilmen. Genau. Machst du? Okay. Ja, warte. Warte, Oma muss irgendwie... Wir müssen hier hingehen, wir müssen spielen. Ja. Dann gehst du wieder. Warte mal. So. Ja. Warte mal, ich sehe nichts. Erstmal drehst du dich. Ich dreh mich? Ja. Wie dann sagt wann? Ja, jetzt. Und? Jetzt ich. Ich sehe nichts, weil die Sonne blendet. Ja, ist egal. Und wenn ich rede, ist ja auch egal, ne? Ja, ja. Gut. Fertig. Soll ich deine Haare von hinten filmen? So, ich zeige euch von Leslie die Haare von hinten. Sie hat die Strähnchen machen lassen. Und ein Stück abgeschnitten. Ja, so viel war das gar nicht. Sieht man eigentlich gar nicht. Und sie hat Locken, aber die hat ja das mit einem Glätteisen gemacht. Mal deinen Kopf ein bisschen hoch. Ja, also, genau, die hat es mit dem Glätteisen gemacht. Ja, ich muss sagen, ich fand beim letzten Mal die Locken schöner. Echt? Ich glaube. Ja? Das ist cooler. Jetzt ist nur noch, hat sie hier ja, unten. So fällig, so, ja, so wollte ich das auch. Ja. Du musst leider am anderen Tisch essen. Ja, wir verbannen sie. Oma, komm zu mir, weil wir haben jetzt eine Pommes. Oder du kannst hier. Du musst nur vorsichtig sein. Aber meine Tasche will ich jetzt hier hinstellen, aber geht nicht. Ich habe meinen Rucksack an. Sieht man den? Keine Ahnung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Frisur findet. Ich finde sie ganz cool. Ich würde nur den Pony noch ein bisschen anders stylen. Aber der sieht jetzt so hier so kurz aus, weil die Haare hier sind. Aber wenn ihr so, wenn ich das weitermache, ist der hier ein bisschen länger. Also nicht, dass ihr denkt, das hat sie schief geschnitten. Nein, das ist alles, wie es sein soll. So. Achso, du hast einen schrägen Scheitel, ne? Ja, und sie hat die Haare hier so drüber. Deswegen sieht das so schief aus. Mama, willst du hier hinkommen, essen? Ich habe extra ein Dankeschön, Oma. Ja, genau, danke schön. Für die Einladung. Aber nicht, dass sie wieder schließen hier. Aber hier sind auch Kurczaki, ne? Die sind lecker. Sind die lecker? Ja. Wir hatten letztens, als wir mit Mama waren, hast du dabei auch an diesen Kurczaki gekauft. Der war richtig lecker gewesen damals. Und ich hatte so Hunger, ich habe den gegessen. Ja, aber nicht mehr heute, weil das läuft. Wehe, du isst den heute Abend alleine wieder auf. Du isst den immer auf. Ich esse keine Abendbrot. Mach, hier ist Platz für dich. Was? Hier kannst du, hier, kannst du hier. Wir gucken wir morgen. Wir planen morgen früh für morgen. Nein, nicht schon wieder. Das ist schon wieder Kruski. Ja, ich ja. Nee, naja. Ja, komm hier hin. Sie wollte kein Pommes, also Finger weg. Ach, ich checke dir nicht. Zeig mal. Lass mal. Du? Oh, ist ein cooler Bärbock. Oh mein Gott, schau mal. Wie riesig die ist. Sieht man das überhaupt? Sie ist eine riesige. So schaut sie aus. Oh mein Gott. Und hier die Pommes zeige ich euch mal. Könnt ihr die sehen? Ich meine, die ist hier. Warte. Hier. Das sind die Pommes. Also,
Weiß nicht, soll ich denn zuerst essen? Du wolltest keine Pommes, also... Ale może, bo my to nie zjemy przez wszystko. Dziobka, ty pinki nie zarost. No, to mir jest fajnie. Na, du musst ein bisschen näher zu mir kommen, sonst sieht man dich nicht. Na, ja, du musst. Also, ein bisschen wenig gesalzen, ne? Trocha ino. Czemu? No bo ona tak sobie trochę powiedziała. Jak coś trzeba mukać i powiedzieć, to by dostał. Ja, dann fragt sie mal noch so. Das ist ein bisschen zu wenig. Wenn ich dafür kann, kann ich das gleich mal probieren. Noch, du musst kommen. Kurz auf die Strunde. Ja, hier kannst du auch besser. Das ist schon kalt. Kalt schon ein bisschen. Willst du auch immer abessen? Ja. Ist schon kalt, ne? Wie ist das? Man will du ein bisschen was tun für dich. Aber ja, komm. Ja, kann ich. Warum ist hier kein Ketchup drauf? Aber egal. Bo muszę te białe, to trzeba było powiedzieć, to być ci ketchupowe. O nie, jest okej. Nic nie robię. A co ma Rudi? Mama, w Badezimmer alles kaputt. Das ist ein Knall. Cameron macht im Badezimmer alles kaputt. Wisst ihr, wie ich aussehe? Martina huscht. So, also. Was ich sagen wollte, ich sehe aus, wisst ihr, wie ich aussehe mit der Frisur? Wir hatten mal, meine Schwester und ich hatten mal so ein Fotoshooting, schon länger her, da hatte sie eine blonde Perücke mit einem Pony auf. Und genau so sehe ich aus. Wie eine Domina. Das ist keine Domina. Nein. Was ist Domina-Pony? Die ist nicht schnell fertig. Boah, jetzt geht mir morgens nicht so. Hier sind nicht geputzten Zähne. Ich mag das nicht, so ungeputzte Zähne. Aber fünfmal am Tag putzen ist auch nicht gesund. Tja, zweite Mal, dreimal am Tag. Das Geile ist ja, ein Kumpel von mir schaut die Videos von dir. Ja, und? Und dann jedes Mal kommentiert er das irgendwie so, aber zum Schreiben oder zum Treffen hat er nie Zeit, weißt du? Und wenn er jetzt das Video sieht, ja, fühle ich mich bitte angesprochen. Hä? Wie? Der guckt immer deine Videos. Ein Kollege von dir? Ja. Ja, ist doch gut. Aber der schreibt mir, also wenn die mir nur schreiben, hi, wie geht's? Und ja, ich habe gehört, das und das, weil irgendwas dann war in deinen Videos. Ja. Und da spricht der mich dann immer an. Ja. Ihr wart da und da. Ja. Und dann kommt wieder jahrelang nichts, bis irgendwann ein Video herkommt. Ist das der aus Düsseldorf? Ja, genau. Ja, ich weiß, hast du schon mal von erzählt. Sei gegrüßt, falls du das Video siehst. Aber jetzt habe ich doch keinen Ton an. Ach so. Das musst du gleich sagen, weil man hört dich doch gar nicht bis dahin. Ach, ich dachte, man hört nicht, was ich hier quatsche. Ach, vor allem nicht, was ich Zahnbürste an war. Hast du einen Concealer? Mhm. Doch, ich habe ihn gefunden. Wie heißt der denn? Marvin. So, herzliche Grüße an Marvin, der unsere Videos regelmäßig guckt. Aber nicht kommentiert oder kommentiert er auch? Schreibt mir ab und zu. Ach, aber ich bei meiner Schwester nicht melden kann. Also bei dir? Ja. Du sollst dich mal wieder bei Leslie melden. Sie vermisst dich ganz doll. Sie möchte sich unbedingt mit dir treffen, dich heiraten und ganz viele Kinder mit dir haben. Und ich möchte unbedingt Tante werden. Und zwar vor meinem 40. Geburtstag. Genau. Weil dann unternehme ich ganz, ganz viel mit dem Kind.
Und dann gebe ich das Kind gar nicht mehr zurück. Oh mein Gott, ich werde das Kind doch entführen. Kein Problem. Kein Problem, sagt sie. Ich will noch keine. Also ich hoffe, dass du dann jedes Wochenende feiern gehst und ich das Kind haben kann. Kein Problem. Kein Problem. Sag ich jetzt so. Oh, ich hoffe, das bleibt so. Dann, sie arbeitet viel, sie geht viel feiern und ich passe auf das Kind auf. Boah, das wäre geil. Ich will dir das gar nicht mehr zurückgeben, glaube ich. Ich glaube, Tante sein ist eh geil. Ist besser als Mutter ja, zu sein. Ja, wenn du alles erlaubst, deswegen gibt es die Kinder, die dich auch mehr mögen. Ja, das ist ja das Geile an Tante sein. Ne? Man ist nicht die Strenge. Ja. Oh. Schall. Concealer ist ganz hell. Ich auch, ich schmink mich nicht so dolle. Ich mache nur ein Touch-up, nennt sich das, oder? Ihr macht die Musik aus. Ein Retouch. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen. Boah, der Concealer ist ein bisschen hell. Du bist hell, dann passt das schon. Ich bin wie dunkel jetzt. Boah, das Licht ist grässlich. Was? Das Licht ist nicht so gut. Ach nee, echt? Ja, das ist grässlich hier. Wollt ihr auch? Ja, ich hab Farbe. Ich nicht, ich hab künstliches Licht, aber. Okay, nur noch die Wimpern und die Lippen. Marvin aus Düsseldorf. Keine Zeit für mich. Auch er hat keine Zeit. Nein. Ich schäme dich, Marvin. Aber wenn du noch einen gut aussehenden Bruder, Freund hast, ich bin auch übrigens noch Single. Das ist aber wenn ich dir meine ganzen Anforderungen aufzähle, ich glaube, dann ist es wieder vorbei. Ja. Und ich glaube, ich bin zu anstrengend. Du? Ja, glaube ich auch. Was so feier- und arbeitstechnisch angeht. Aber auch so bist du sehr anstrengend. Gar nicht. Wohl. Ich bin der chilligste Mensch, ich bin gar nicht eifersüchtig. Mit mir kann man rausgehen. Von mir aus können die Männer alleine feiern gehen. Bis er dich betrügt. Ja. Da braucht man ja Vertrauen. Und irgendwann betrügt er dich, früher oder später. Jeder Mann ist gleich. Doch. Weißt du, das zeigt die Erfahrung. Ich dachte, für einen kurzen Moment, sie steht auf mich. Was? Ja. Sie hat zwei Kinder. Ja und? Darf man deswegen nicht auf Frauen stehen? Nein. Ich merke so, als mich jemand so anguckt. Wie hat sie dich denn angeguckt? Würde sie was von mir wollen? Sie fand dich aber netter als mich. Boah, ne Quatsch, warum? Du warst doch so nett. Übertrieben nett. Ich mir gedacht, oh mein Gott. Echt jetzt? Die ist zucken. Ich fand mich gar nicht netter. Vielleicht fand sie mich gut aussehender als dich. Das kann sein. Hast du der falsche Lippenstift? Der ist so Oma-mäßig. Sieht aus wie eine Domina. Boah. Und die Irre. Warum ist überhaupt dein Schminkkästchen hier auf meinem Platz? Ne? Ich nehme das doch gleich weg. Boah, der ist so. Hallo. Jetzt zeigst du dich, ne? Fertig, warte mal. So siehst du besser aus. Das ist dunkel. Ja, jetzt bin ich auch fertig. Wollen wir verraten, dass du dich ungeschminkt nicht zeigen wolltest? Weil sie sich ja, schämt. Ja, kannst du mich sagen, ja. Ja, das ist aber menschlich. Aber ich möchte nicht so im Internet auftreten. Ist doch egal, du gehst doch auch ungeschminkt einkaufen, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja sehr eitel, weil ich ey, wahrscheinlich bist du so eine, die, wenn dich ein Mann nachts abschiebt, gehst du ihm nach Hause oder am nächsten Morgen schminkst du dich schon vorher auf und schminkst dich. Ja, oder du schminkst dich gar nicht ab. Damit er denkt, du siehst so aus, wie du aussiehst. Und mir wird das egal. Ich schaffe es meist gar nicht mehr, mich abzuschminken. Ach. Aber es geht.
Vielleicht noch ein bisschen mehr Lippenstift, damit noch mehr an den Zähnen klebt. Das mache ich doch gleich weg. Habe ich nicht schöne Leckchen? Die schon total verknotet sind. Wegen dem vielen Haarspray. Jetzt schaue ich sie immer noch besser aus. Also du schreib mal in die Kommentare, wer sieht besser aus? Leslie XOXO oder The Cameron XOXO? Und jetzt schreibt alle, boah, sind die eingebildet. Nein, das ist nur Spaß. Bei mir ist es Spaß, bei ihr ist es wirklich ernst. Nein, das ist, boah, sie, ich war vorhin so, wo wir essen waren, habe ich so gesagt, ja komm, lass uns das Kind entführen. Und wenn Eltern so gesagt, ja, wenn die dann fragt, wo das Kind ist, dann zeigst du in die andere Richtung. Und sie so, ich stehe vor, dich hört gleich irgendjemand. Und sie denkt, dass sie nicht verstanden wird, aber großer Reinfall, das ist mir schon mal passiert. Ja, ist immer deine. Auf jeden Fall war das nur Spaß und sie denkt immer, das ist ernst, obwohl ich eigentlich immer nur Spaß habe. Jetzt will ich das Kind jetzt entführen. Also ich war mit einer Freundin in Polen unterwegs. Da war ich 13 oder 14, da war ich noch mit meinen Eltern da. Und wir haben auf Polnisch geredet und hinter mir sind so Jungs auf Deutsch am Reden und lästern über uns. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, was hast du gerade gesagt? Und er hat total geschockt und seine Freunde haben ihn ausgelacht. Ja, weil er damit nicht gerechnet hat, dass ihn jemand versteht. Aber mir hast du was anderes erzählt. Hä? Wir haben über uns gelästert. Ja, du hast... Also geredet. Ja. Und die Jungs haben den einen Typen ausgelacht. Ja, und dumm angequatscht hat. Das ist meine Story dazu. Also egal, in welchem Land ihr seid, denkt immer dran, dass ihr verstanden werden könntet. Auch wenn es eine andere Landsprache ist. Amtssprache, keine Ahnung. Aber ich habe ja nichts Schlimmes gesagt. Ja, du entführst das Kind vielleicht. Das ist doch nur Spaß. Vielleicht versteht die Tonlage nicht. Das war nur Spaß, das war Sarkasmus. Also, hä? Das war Sarkasmus. Ich habe hier auch eine Freundin, die kommt von woanders her und die redet auf Deutsch. Also würde ich vielleicht, als ob die richtig aggressiv ist. Aber ist sie gar nicht, ist nett gemeint. Weil sie die Wörter anders betont. Ja. Weißt du was? Wie hübsch bin ich auf einer Skala von 1 bis 10? Minus 5? Dann bist du minus 20. So, ich bin fertig. Minus 20 ist besser als minus 5. Nein. Ich bin fertig. Rote Lippen. Soll man küssen? Oma schläft am Tisch, Schwester Herz. Toll, also wir wollen jetzt los. Ja.